Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge mit mir, dem Thorsten aka Toto, der heute clasht allerdings. Wir clashen eine kurze Runde Clash Royale. Ich war schon länger nicht in dem Game und würde sagen, wir öffnen erstmal so ein paar Kisten hier. Ich bin ja doch schon, was Clash Royale angeht, eher der, wie heißt es immer, Casual-Spieler und mache das halt nicht ganz so oft, wie ich natürlich Clash of Clans spiele. Aber dennoch versuche ich hier meinen derzeitigen Clan vor allen Dingen bei der Truhe zu helfen. Ich meine, es hilft nicht nur dem Clan, sondern es hilft natürlich auch uns. Unsere Truhe ist fertig in 11 Stunden und 34 Minuten und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden. Ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal ins Geschehen und ich gucke mal, was ich mit meinem derzeitigen Deck, das spiele ich eigentlich immer. Wenn ihr als erfahrene Clash Royale Spieler draufschaut, könnt ihr mir vielleicht mal in den Kommentaren schreiben, was ich verbessern kann, welche Truppe ich vielleicht tauschen kann, um entweder Elex zu sparen oder in der Defense besser zu werden oder in der Offense besser zu werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir suchen uns einen Gegner und gucken mal. Ich gucke ja eigentlich auch immer gerne schon mal auf den Level des Gegners, da ich zwar vom Level her hoch bin mit Level 9, aber eigentlich nicht wirklich die Truppen da hinterher habe. Was ich allerdings gerne mache, ich gehe gerne in die Offense. Gar keine Frage. Auch wenn ich nicht genau weiß, was der Gegner jetzt als nächstes bringt, gucke ich mal, was er in der Defense zu bieten hat. Und mal sehen, wie meine Truppen hier durchkommen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Da nehmen wir den mal hinterher. Da brauche ich den die Pfeile noch nicht setzen. Aber jetzt wird es natürlich schon ein bisschen kritisch mit dem Prinz da in der Mitte. Da kann ich mich nicht wirklich gegen wehren. Der ist auf 4, der will hier nicht im Fall meinen Turm machen. Tolle Wurst, super. Und da reitet er gleich weiter. Ja, das war ein schlechter Offensivschlag von mir. Aber alles halb so wild. Wir geben hier noch nicht auf. Mal gucken, der Prinz. Ich kenne nach wie vor die Kosten der Truppen nicht wirklich und weiß nicht, wie viel der Gegner gerade ausgegeben hat für das ein oder andere. Um das so ein bisschen einzuschätzen, was womit wir eigentlich kontern können. Ich nehme mal an, dass er jetzt, tolle Wurst, er kommt da mit so einem Gift. Naja gut, ich sag ja, ich habe da nicht so die tollsten Karten und auch nicht so das tollste Deck. Manchmal kopiere ich mir das einfach vom Gegner mal ab, wie der mich so schlägt und versuche dementsprechend das Ganze umzusetzen, was mir aber schwer fällt. Ich gucke mal, dass ich jetzt noch irgendwie einen Turm schaffe. Mal gucken, 7 Elix, dass wir den wenigstens das Schwein schicken können. Können wir aber nicht. Okay, da muss ich jetzt schon meine Bogenschützen hier setzen. Und ziehe einmal die nach, dass der Prinz nicht nochmal durchkommt. Denn der ist ja doch schon mit Level 4 relativ hoch. Da muss ich einmal die Feuergeister zücken. Und das war gar nicht mal so schlecht gemacht. Jetzt kann ich ihn kurz gegenkontern. Und die beiden sollten natürlich nicht so viel schaffen. Die scheinen mir relativ billig zu sein, weil er kann fast beide auf einmal ziehen. Was natürlich wirklich nicht schlecht ist. Und dem habe ich fast nichts gegenzusetzen. Also es ist schon für mich hier eher sehr schwer. Mal gucken, ob ich noch durchkomme. Jawohl, ich kriege seinen Turm noch. Jetzt heißt es nur verteidigen, um wenigstens das 1-1 hier zu halten. Damit habe ich zwar jetzt keine Truhe wirklich erspielt, aber doch eine für die Clan-Truhe selber. Oh, wieso macht denn der so viel Schaden? So eine Scheiße. Naja, wir haben uns noch ganz gut gewehrt. Lassen die Zeit mal auslaufen. Es ist eine Clan-Truhe. Ist drin. Ich hoffe, dass er das nicht mit der Rakete schafft. Nein, schafft er nicht. Aus. Oh nee. Kron-K.O. Oh. Okay, das war's dann und tschüss. Naja, ich habe eine Truhe bekommen für die Clan-Truhe. Suboptimal, ich würde sagen, für diese Folge war es das noch nicht. Wir geben ja nicht auf. Wir machen gleich einen hinterher und wollen zusehen, dass wir mindestens noch ein oder zwei hier reinkriegen und dementsprechend das Ding mal irgendwie nach Hause fahren.
Wer mir sagt, Thorsten, du kommst hier aber ziemlich zügig mit deinen Truppen raus und hast dann da nichts großartig hinter. Ja, das mag sein. Aber warum soll ich warten, bis der Gegner erstmal so ein bisschen was aufgebaut hat? Ich kann ja auch gleich in die Offensive gehen. Ich bin jetzt auch nicht so der Defensivspieler, der erstmal wartet, bis irgendeiner mal was macht. Bei mir muss es gleich abgehen, das muss gleich rappeln hier. Und allerdings rappelt es, sehe ich gerade bei mir auch, nämlich links unten am Turm. Aber ich bin oben auch ganz gut zugange und würde fast sagen, ich ziehe hier mal eine Hexe raus, dass die Skellies die Walküre so ein bisschen wegmachen. Nehme mal die noch mit dazu und nehme die Kobold hinterher. Ich denke mal, das ist zumindest für mich der erste Turm hier gewesen. Jetzt muss ich allerdings noch mal die Pfeile hier ziehen. Ein bisschen spät, aber ich hitte seinen mittleren Turm schon an. Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so schlecht. Jetzt mal meine Bogenschützen ziehen. Jetzt kommt er mit dem Fass, das ist aber auch kein Thema. Und er hat immer noch 2000 Punkte an dem Turm zu machen, allerdings an dem anderen Turm unten leider eher weniger. Den muss ich verteidigen. Da schmeißt er mir aber Pfeile oder irgendeinen Feuerball drauf, dann ist er natürlich auch weg. Und dementsprechend konter ich hier mit dem Schweinereiter. Versuche hier jetzt noch die Walküre ein bisschen abzufangen, aber die Walküren sind eigentlich echte Verteidigungseinheit, die dann auch nicht wirklich bis zum Turm vorrücken und dem irgendwie schaden können. Oh, was hat er jetzt für welche? Okay, da hat er. Oh, die Elite-Barbaren. Okay, die werden meinen Turm machen. Was aber nicht so schlimm ist. Das ist in Ordnung. Wir gehen hier jetzt ganz klar auf seinen mittleren Turm, da er jetzt schon zwei von mir hat. Also ihr seht selber, meine Angriffe sind leider etwas verbesserungswürdig, was das angeht. Und ja, jetzt wieder mit diesen Elite-Barbaren. Okay, sie sind schwächer geworden, aber dennoch stark genug, um meine Truppen hier zu schwächen. Mal gucken, ob sie die Pfeile hier noch reißen können. Ja, auf der Seite ja, aber leider wieder verloren. Wieder nur eine Truhe für die Clan-Truhe. Macht nichts. Das werde ich irgendwie ausbügeln heute noch. Aber ich denke mal, wenn ihr meine Strategie so seht und wenn ihr mein Deck so seht, ich bin für alles offen, bin für Umstellung offen. Ihr seht selber, ich habe jetzt nicht so die Ruler-Karten hier. Habe auch einiges nicht gelevelt, habe aber noch ein bisschen was auf dem Konto, kann also noch ein bisschen nachschieben. Vielleicht hinterlässt jemand was in den Kommentaren für mich und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Video, ob Clash of Clans oder Clash Royale, das sei dahingestellt. Ich denke mal, es wird wieder Clash of Clans. Bis dahin, euer Toto, clasht.